Das würde ich jetzt gerne mal konkret von dir hören. Du bist in so vielen Gremien, du triffst Betonköppe, du betriffst Ignoranten, du triffst Leute, die wissen noch nicht mal, die nicken, aber die wissen noch nicht mal, wovon du redest. Wie redest du mit den Leuten? Ja, ich meine, dem, also zum Beispiel, wenn ich mit Wirtschaftsleuten rede, dann frage ich, ihr sprecht hier von Wertschöpfung und ich frage, was bedeutet eigentlich bei euch die Wertschöpfung, ja? Und dann entdecke ich, dass sie einen anderen Begriff von Wertschöpfung haben, was wir wissenschaftlich sogar haben, zum Beispiel, dass Energie erhalten ist. Ja? Ich kann Energie nicht erzeugen und ich kann es nicht vernichten, ich kann es nur von einer Form in die andere nehmen. Dann die sagen, ja, aber wir sind ja in der Wirtschaft. Was kümmert uns sozusagen der Wertbegriff in der Wissenschaft? Dann sage ich denen, pass mal auf, auch du in der Wirtschaft hast als Fundament auch das, was wir in der Naturwissenschaft machen. Du kannst nichts kreieren, was nicht auch sozusagen, was nicht im Einklang ist mit den Gesetzen. Das sagt immer, du hast deinen Wert und ich meinen. Und ich muss ihn überzeugen, dass sein Wert ein zusätzlicher Wert ist, aber dass er den anderen unter allen Umständen erfüllen muss. Und wenn er das eben verletzt, dann kann er das nicht machen. Dann kommt er diese Idee, dieses materielle Wachstum, als ob das eine Möglichkeit ist. Sagt, das geht gar nicht. Und er sagt, ich kann es doch machen, dann kann ich ihm bei jedem Fall zeigen, dass materiell überhaupt nichts gewachsen ist, sondern dass er irgendetwas ausgegraben hat oder etwas gestohlen hat und so fort und dass es nicht gewachsen ist. Und da sagt er, ja, aber die Fantasie des Menschen ist unendlich, sagt er. Und er sagt, da brauchst du in der Naturwissenschaft nicht zu sagen, aber du übertreibst es. Die Fantasie des Menschen ist riesengroß, aber nicht, dass ich auf einmal Materie schaffen kann aus nichts, ja? Hast du jemanden so überzeugt? Ja. Also du musst aber jetzt mal zugeben, dass du oft wirklich auch sagst, es hat alles keinen Sinn und ganz frustriert aus Gesprächen herauskommst. Über viele Jahre, immer wieder hast du mit Menschen, bist du irgendwie nicht weitergekommen oder hast nicht überzeugen können und hast auch Menschen nicht erreicht. Du bist schon manchmal auch ganz geknickt. Ja, das ist klar. Aus Wirtschaft. Es gibt mehr Menschen, wo man geknickt ist, aber ja. Auf die kommt also nur mal, das entlastet Christian. Ja. Also das ist irgendwie geil, wo du sagst, es hat alles keinen Sinn und du bist ganz frustriert und du bist ganz traurig und ganz pessimistisch. Also habe ich dich über viele Jahre immer wieder erlebt. Rational bin ich total pessimistisch und ich meine, ich als eine Verzweiflung verstehe, wenn ich also mir überlege, wie das weitergeht, da ist es immer nur die Frage, welche Katastrophe ist die wahrscheinlichste, aber nicht, dass man die Katastrophe vermeiden kann. Aber es geht ja jetzt darum, warum, die Leute fragen mich, warum führt dich diese Frustration, wo du eigentlich alle Überlegungen von der Art siehst, dass die irgendwie wieder scheitern, genau, weil eben das Unbelebte ist eben mächtig. Also, dass wir lebendig sind, ist ziemlich unwahrscheinlich, ja. Aber ich verteidige immer noch und sage, also, dass wir leben, ist nicht einfach nur so ein Zufall, sondern es lohnt sich mal überlegen, was uns ausmacht, dass in der unbelebten Natur auch diese lebendige Form ist. Wir müssen uns mit dem Lebendigen identifizieren und nicht immer wie die Wissenschaft auf das Tote. Da muss noch etwas sein. Immerhin, in dreieinhalb Milliarden Jahren sind wir Menschen zustande gekommen. Das heißt, irgendjemand war nicht so frustriert und hat gesagt, es geht überhaupt nicht, du kommst doch nicht den Berg hoch, du kannst nur runterfallen. Doch, wenn du klettern kannst, kommst du hoch. Ja? Das heißt, ich weiß, dass diese Limitierung nicht stimmt und bei der ganzen Frustration immer wieder sagen, alles, was du begreifst, führt zu Katastrophe, ja? Aber es ist nicht alles, was ich erlebe, was ich begreifen kann und aus dem schöpfe ich nicht und über das sprechen wir jetzt. Und deshalb möchte ich auch sagen, Scheitern ist das Normale. Ja? Deshalb geht die Entwicklung langsam. Aber es heißt nicht, dass wir es aufgeben müssen, weil wir sehr viele sind. Wir wollen uns ja wechselseitig stützen und sagen, es ist nicht wertlos. Und wenn du jetzt auch, was diese Energiesache anbelangt, du siehst eine langsame Veränderung und es ist selbstverständlich viel, viel zu langsam. Ja? Und wir wissen nicht, ob es so langsam ist, dass es uns dann nicht mehr hilft. Aber es ist eine Entwicklung da. Und man ist froh zum Beispiel, wenn man so ein Problem wie das Klimaproblem hat, das für mich kein prinzipielles Problem ist. Die Menschheit geht am Klima nicht zugrunde. Aber es macht ihr zu schaffen, dass wir endlich mal ein Problem haben,
wo alle die Konsequenzen sehen und ich nicht sagen muss, also es könnte dann diese, und ihr werdet sehen, vor 30 Jahren hat es überhaupt nichts genützt, diese Diskussion, ja, und diese CO2-Diskussion ist ja eigentlich so, und ich weiß auch, warum das nicht angegangen wird. Aber jetzt nehmen es doch viele ernst. Und jetzt nehmen sie so ernst, dass sie jetzt die Verbindung zu Kernenergie sehen, das sozusagen als Instrument nehmen, um etwas, was noch verrückter ist, als wieder in die Welt zu bringen. Ja? Ja? Also so weit sind wir schon. Also ein Problem haben sie jetzt, glauben sie, mit dem anderen Problem könnten sie jetzt die Menschheit aus der Schlinge ziehen. Ja?